Einen Tag vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Belgien und den Niederlanden gibt es große Probleme mit dem blühenden Schwarzmarkthandel. Die Organisatoren können offenbar nicht einschätzen, ob auch Hooligans zu den einzelnen Spielen kommen werden. Obwohl der Weiterverkauf von Eintrittskarten in den Niederlanden erlaubt ist, hat ein Gericht in Amsterdam heute dem größten Händler des Landes den weiteren Verkauf von Tickets untersagt. Er war fest von seinem Sieg überzeugt. Cupido van den Berg, Hollands größter Schwarzmarkthändler. Sie standen Schlange nach Eintrittskarten, aber viele bekamen keine mehr. Alle 1,2 Millionen Tickets verkauft. Letzte Chance, der Schwarzmarkt. Cupido hatte noch genügend, Tausende für jedes Spiel. Aber nicht das Verkaufsrecht, deshalb wurde er angeklagt. Das Problem dabei, viele Holländer hatten ihre Karten zu früh gekauft und wollten sie danach loswerden. Nur, das ging nicht mehr, denn jede Karte war nummeriert und konnte nur nach Vorlage des Ausweises gekauft werden. Jetzt ist das Chaos da. Beim Spiel Deutschland gegen England, hier in Charleroi zum Beispiel, können Engländer plötzlich im deutschen Block auftauchen, auch Hooligans. Kaum ein anderes Spiel ist so gefragt. Auf dem Schwarzmarkt werden für dieses Spiel zurzeit 2.700 Gulden pro Karte geboten. Sogar das holländische Parlament schaltete sich ein. Innenminister Klaas de Vries unter Beschuss. Ein Vorwurf, 400 englische Hooligans sind ohne Schwierigkeiten nach Holland eingereist, obwohl sie lebenslänglich Stadionverbot haben. Das Kartenurteil fiel nach dreistündiger Verhandlung. Schwarzhändler Cupido darf ab sofort nicht mehr verkaufen. Er bleibt auf 6.000 bis 7.000 Karten sitzen. Was bedeutet das für Sie? Fiat. Schluss. Und nun noch die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. Juni. In gut einer halben Stunde beginnt in Brüssel mit dem Spiel Belgien gegen Schweden die 11. Fußball-Europameisterschaft. Das Turnier wird in Belgien und den Niederlanden ausgetragen. Zwischenfälle wurden bisher nicht bekannt. Die belgische Polizei hat angekündigt, hart gegen Hooligans vorzugehen. Foot et Fun, Fußball und Spaß, das ist das Motto der belgischen Polizei für die Euro 2000. Und weil die Polizei das mit dem Spaß ernst meint, zeigt sie sich präsent und potent. Das Hochsicherheitsturnier kann beginnen. Die Stimmung in Brüssel entspannt, friedlich, voller Vorfreude auf ein Fußballfest. Die Altstadt gehörte den schwedischen Fans, die noch das Gefühl genossen, in der Mehrheit zu sein. Im engen Kontakt mit den schwedischen Fans, Zivilpolizisten aus Göteborg. Eine besondere Sorge plagt diesen Inspektor. Das wird schon friedlich bleiben, nur das Bier hier ist zu billig. Das kann später ein kleines Problem werden. Wenn sich Wichtiges anbahnt, dann stellt sich auch Brüssels Wahrzeichen Mannequin Piss darauf ein. Diesmal schmückt sich der Kleine mit dem neutralen Euro-Trikot. Doch für ihn ist klar, wer heute Abend gewinnt. Natürlich Belgien. Schon jetzt stehen 150 Gewinner der Euro 2000 fest. Es sind Strafgefangene, die ihre Zellen geräumt haben, um Platz zu schaffen für Hooligans. Ein Aufseher. Nach dem Turnier müssen sie zurück in die Zelle. Ob sie wirklich kommen, das ist eine andere Frage. Freiheit durch Fußball. Die Europameisterschaft macht's möglich. Die Veranstalter haben sich gerüstet für eine Schlacht und sie hoffen doch mit Millionen Fans auf ein friedliches Fußballfest. Das Ergebnis des ersten Tages kurz vor dem Anpfiff 1:0 für friedliche Spiele. Bei der Fußball-Europameisterschaft besiegte am Abend Frankreich Tschechien mit 2:1. Damit bleiben die Franzosen Erste in der Gruppe D und haben sich fast sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Für das zweite Spiel der deutschen Mannschaft morgen Abend gegen England hat DFB-Teamchef Ribbeck einige Änderungen vorgenommen. Auf ihm ruhen morgen gegen England viele Hoffnungen. Supertalent Sebastian Deisler vom Teamchef überraschend in die Anfangsformation berufen. Wenn er jetzt die Chance bekommt zu beweisen in so einem wichtigen Spiel, denke ich, dass das auch richtungsweisend sein kann für den gesamten deutschen Fußball. Hier der Jüngste und dort der Erfahrenste. Trotz aller Kritik wird Lothar Matthäus die Abwehr organisieren. Nichts Neues auch in Sachen Sturm. Wie erwartet beginnen Carsten Janker und Ulf Kirsten. Die deutsche Mannschaft verließ übrigens heute Vormittag ihr Trainingsquartier im holländischen Pfalz und reiste unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nach Dinan in Belgien, etwa 70 Kilometer vom Spielort Charleroi entfernt, wo am Abend noch ein geheimes Abschlusstraining absolviert wurde.
Die Ausgangslage ist klar. Deutschland hätte selbst im Falle eines Unentschiedens noch die Chance, das Viertelfinale zu erreichen. England muss gewinnen. Wir müssen dagegenhalten. Gerade im Mittelfeld ist es so, dass dort oft die Spiele gewonnen werden. Ich denke, wir haben kampfstarke Spieler in der Mannschaft und ja, denen werden wir schon Parole bieten. Vor wenigen Minuten kam noch der verletzte Kapitän Oliver Bierhoff ins Hotel. Eine Demonstration mannschaftlicher Geschlossenheit vor dem Spiel des Jahres. Der spanische Nationalstürmer Raúl ist der bestbezahlte Fußballspieler der Welt. Sein Verein Real Madrid zahlt dem 22-Jährigen in den nächsten 5 Jahren 12 Millionen Mark netto pro Saison. Das wurde im spanischen EM-Quartier bekannt. Die Ablösesumme für einen vorzeitigen Vereinswechsel wurde in Raúls neuem Vertrag von 70 Millionen auf die Rekordsumme von 350 Millionen Mark erhöht.